Hallo, hallo und willkommen zurück bei Ponage Bay. Ich bin euer Begleiter Sü und heute mal mit meinem Analfistel-Account unterwegs. Wie ihr sehen könnt, komplett random. Ich spiele Soraka, der epische Pwner ever. Und der Olaf, ein ganz besonderes Extra nur für euch, ein ganz besonderes Extra. Der Olaf ist ein Franzose. Ihr wisst, ich mag Franzosen. Ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Ich bin mal gespannt, wie ihr abkackt. Wie ihr episch abkackt. Oh Gott, warum habe ich mich eingelassen? Oh. Ja, und mal wieder Atari-User for the win. Moshahidi, oh komm schon, Moshahidi. Wie spricht man das überhaupt richtig aus? Ich denke mal, das heißt Mo Shadi. Moshahidi! Moshadi. Bei mir im Hintergrund Cube. Er wohnt bei mir um die Ecke, fast. Ja, passt schon. und das sieht schon wieder nach einem Epic-Win aus. Einer bekommt keine Verbindung. Aber lasst mich raten, gleich bekommt dieser Schnösel hier wieder eine Verbindung. Natürlich, wenn alle anderen fertig geladen haben. Und das ist Das jetzt war ein so klar. Atari-User. Und da, er hat einen Epic-Atari. Guck ihn dir an. Ey, aber er Oh. hat einen schönen Namen. Cry me a river. Natürlich, ey. Cry me a river. Das schaut doch wieder so aus. Als ob er aus Stein eine Kiste zusammengebastelt hat und Jesus die irgendwie zum Laufen gebracht hat. An alle Mit Leute da einem draußen. Epic-Wunder. An alle Leute da draußen. Den Spruch hat er von mir geklaut. Ja, ich klau gern Sprüche, so schaut's Ja, er aus. ist, man nennt ihn auch der Sprücheklauer in unseren Fachkreisen. Ja, fick dich, Mike, du Sprüche-Dieb. Das darf ich mir jedes Mal anhören. Richtig. Na, 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 na. Oh, der Franzacke kommt hinterher. Oh, ich hab nicht echt Franzacke gesagt, oder? Darfst du doch nicht mal. Ja, ich sage es politisch korrekt. Du Nachbar mit französischem Mitran. Ich krieg's nicht ausgesprochen. Migrationshintergrund. Oh mein Gott, ey. Ach, einfach du Franzose, ey, das reicht schon. Du Franzose. Oh, wie es laggt. Ja, leider. Wie du eiskalt so ein random FPS hast. Random FPS, 12 Ja, wieder Epic Win mit Soraka. FPS. Und Soraka hat sich Eisenhart. geklatscht. Eisenhart, die Und hat sich Soraka. geklatscht. Schade, hat nicht geklappt. Ich war zu gierig. Ich wollte einfach mehr. Einfach mehr saufen. Ich war zu gierig. Eisenhart war ich zu Ich gierig. meine, mein Dampfen. Jo, macht das. Alle Raucher da draußen, ich rauche auch 4 auf 3. Ja, der Ricardo aka Cube ist ein elendiger Raucher. Eine kleine Nervenbacke. Dafür bist du viel zu viel. Dein Opa im Tutü. Auf jeden Fall, ne? Selbstverständlich. Und meine Oma im Rollstuhl. Und deine Oma im Rollstuhl, so schaut's aus. Oh mein Gott. Es läuft alles flüssig, ich habe mal ein bisschen intensiv studiert, woran es denn lag, dass ich so bescheuerte Ränder hatte in meinen Videos. Es ging mir episch auf die Eier, muss ich sagen. Ja, es lag an meinem Videobearbeitungsprogramm. Ich habe jetzt ein anderes genommen. Ja, es läuft einfach instant viel, viel besser. Jetzt kommen auch nur noch klare 1080p Videos zum Vorschein. Wie es auch sein soll. Ah, du hast mir jetzt gerade echt gebombt. Nee, hat der wenig live. Oh, Olaf, du kannst. Doch, wieder der Franzose. Wie der Franzose durchkommt. Gucken die an. Oh. Wie ich noch nicht Level 2 bin, um ihn episch wegzupowen. Oh, das geht mir so am Sack. Jetzt fragen sich die Leute, wie kann man mit Soraka pwnen? Das geht wirklich? Nee. Doch, hat er mich KS't. Oh, ich dachte schon, ey. Sein letztes Stündlein wäre geschlagen. Oh komm, lass dir eine Bombe draufdrücken, du Horst. Lass dir eine Bombe draufdrücken. Ja, komm her, ich kill dich, ich kill dich. Ha! Franzose, komm her! Oh, schade, ich hab ihn nicht gekillt gekriegt. Oh Mann, das war jetzt fast episch, Ricardo. Ich hab mir die Bombe geben lassen und bin zum Franzosen gelaufen. Suicide Bomber für Vorderwinde, ich krieg die Krise. Leider nicht. Oh, jetzt, ich hab wieder eine Bombe. Ja, aber er ist weggelaufen. Es macht richtig Laune, meine Damen und Herren. Oh mein Gott, wie das Laune macht, das haltet ihr nicht für möglich. Ah. Sind Franzosen eigentlich eine Randgruppe? Nee. Nee, oder? Sind die eine Randgruppe? Ja, also fußballtechnisch gesehen sind sie eine Randgruppe. Oh Mann, einen schlechten Franzosenwitz nach dem anderen, ey.
Ich haue sie alle raus. Wie ich noch Level 1 bin, ich krieg die Krise, aber Berserker-Boots. Ja. Oh mein Gott. Na. Wie die schon eiskalt Level 3 sind. Ja. Na, Fräulein. Fräulein, schieß mich dort. Komm her. Epic! Oh ja, 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 lass dich ausnuckeln, Olaf. Komm schon. Oh, stirb bitte. Oh, jetzt so eine Bombe am Kopf. Oh. Na? Oh ja, 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 ne. Oh, komm, schieb, schieb, schieb. Oh, schade. Oh. Los, lass dir eine Bombe von ihm geben. Oh, komm, gib mir eine Bombe. Wo ist er? Wo ist er? Gib mir eine Bombe. Ach, schade. Beim nächsten Mal, wenn sowas ist, musst du dir eiskalt eine Bombe geben lassen und zu ihm rennen. Und wenn er fragt, warum er es gemacht hat, antwortest du eiskalt mit, du bist ein Franzose, kann ich nichts für. Das liegt in meinem Leben. Cordon bleu. Das antworte ich ihm dann. Oh no. Oh, ich hab fast schon verstummt zu spät drauf bekommen. Schade. Ja, meine Damen und Herren. Du hast Ziel noch nicht geskillt? Doch, hab ich. Hier. Astral. See. So. Was holt man sich mit Soraka? Bloß nichts, was dem Team helfen könnte. Also Madrids Blutschnitter. Aber sofort von sofort. Was ist das denn jetzt bitte? Das ist, komm, du musst einmal auf deine Fähigkeiten gehen. Oder? Gay. Na. Fiedel. Fiedel. Nee, Franzosen heil ich nicht. Würde ich auch nicht tun. Sack dich selber hoch. Könnte das Team helfen. Ja. Dem Team helfen, meinte ich natürlich. Das tut man nicht als Soraka. Auf gar keinen Fall. Soraka ist Damage-Dealer. Auf jeden Fall. Soraka ist Damage-Dealer. Man spielt sie nicht auf Heal, nicht auf Tank. Sie ist Damage-Dealer. Aber sowas von. Es wäre sehr nett, wenn ihr mal in den Kommentaren posten würdet, was ihr so von meinem neuen Kanal haltet. Ah, ich kann ihn nicht feeden lassen. Das geht nicht. Von seinem neuen Kanal wohl bemerkt. Das wollen wir mal kurz hervorheben. Was ihr von dem allgemeinen neuen Kanalbild haltet. So finde ich das schon viel besser. Ach, fuck you. Yep. Ja, Jungs. Special thanks. Ye for fucking miss. Er hat auch Mia geschrieben. In irgendwelchen Randgruppenkreisen heißt das Miss. Oh ja, Mia. Ja, das international englische Wort Mia. Das ist sehr, das allseits bekannt ist ja, das. Sag ich doch gerade. Oh ja, Mia. Mia More, komm her. Je, du alte Fotze. Ich krieg die. Oh, ich hab nicht echt Fotze gesagt, oder? Das Boss nehmen. Ihn müsstest du eigentlich heilen. Ja, halt schön. Yep. Oh, das darf ich ja gar nicht sagen. Ich meine natürlich Franzosen. Franzmänner ist die, glaube ich, die. Nee. Es gibt keine politisch korrekte Version von Franzose, oder? Franzose ist in sämtlichen Landessprachen dieser Erde Feigling. Ja. Auf jeden Fall. Diese Franzosen, ey. Ja. Was soll man dazu sagen? Allein wie die Fußball spielen, ich krieg die Krise, ey. Ja, also was sie in der WM geleistet haben, das war. Ja, die haben sich so eiskalt abzocken lassen. Ja, guck mal her. Oh, hast du das gesehen? Eiskalt, ey. Oh. So genial. Oh, richtig geil. Oh, so ein richtiger Team-Schänder, Soraka. Oh, komm her. Nee, das würde ich jetzt nicht wiederbringen. Das bist du gleich wieder tot. Wie ich gerade nicht wegkomme. Ah, geil. Wer dich auslöscht. Yep. Yay, ey, ich bin so der Team-Feater. Also, ist das nicht hammerhart? Läuft die Runde gerade aber nicht so, wie es sollte, oder? Oh, ich weiß nicht, der Franzose. Ich mag den Franzosen einfach nicht. Nee, ich merk schon. Ja, ja, ja! Geil! Yes! Und wie eiskalt ihn nicht wegcrasht, oder? Jeder kann mit Yi spielen, glaube ich, ey. Ah, ich glaube auch. Yi ist nicht schwer zu spielen. Das ist sehr gewagt, Madres Blutschnitter für Soraka instant am Anfang zu kaufen. Aber hey! Aber ich habe den Überraschungseffekt auf meiner Seite. Ja, und das würden wir nicht tun. Ich meine, wir sind Team Pwnage bei. Da muss man sowas mal machen. Yep, auf jeden Fall richtig bauen. Den Leuten da draußen ja mal zeigen, dass man Soraka nicht nur als Supporter spielt. Oh ja, die lass dich fertig machen, komm schon. Wie ich eindeutig gesagt hatte.
Hi, komm, ich geb dir noch Mana. Ey, du klein, ach du Pimmelbacke. Renn vom Healer weg, Hi. Ah. Da fällt mir wieder eine lustige Geschichte ein. Ich spiel Taric. Ganz normalen Easy Taric. Vorm Nerf. Er hat noch richtig geheilt. Auch ohne Fähigkeitsstärke. Auf jeden Fall hatte ich Fähigkeitsstärke. Ich hätte instant so ein Epic Heal hingelegt, ne? Ich hatte knapp 400 Fähigkeitsstärke mit dem Taric und der hat wirklich gut echt weit weggeheilt. Der Taric, ach hier, der, na, wie heißt er? Vladimir. Der Vladimir läuft an mir vorbei. Hat Verbrennen drauf, hat so viel Life, dass ihn Verbrennen noch killen könnte. Er läuft vom Healer weg. Er läuft eiskalt vom Healer weg. Ich bin ihn so hinterhergelaufen. Komm da her, komm da her. Oh, da ist er vor meinen Arm verreckt. Das war so ein Vollidiot. Und dann hat er mich als Noob beschimpft. Das war die härteste Aktion ever, die ich jemals von einem Vladimir gesehen durfte. Das war so unglaublich, so unfassbar. So ein Facepalm, ey. Unfassbar einfach nur. Ich hab mir so instant an den Kopf gehauen. Das ist unglaublich. Oh ja, komm her, komm her. Oh, komm her, oh. Ja, komm her, komm her, komm her. Ich heil dich. Oh. Oh, Mensch, das hab ich dir doch verboten. Ja, oh, jetzt hast du es mit mir auch mal abgeschoben, ne? Das ist lustig. Fick dich, niemand haut den nie weg. Oh, wie deine Fähigkeit nicht höher ist. Mit deiner Fähigkeit Stier. Hättest du ihn jetzt gepumpt. Welcher Fähigkeit? Ach so, ja, ja. Eiskalt. Bloß nicht hier, ne? Hab ich nicht vor. So. So viel dazu. Ich bin Beschwörer Level 5 gerade mit Analfistel. Ich habe 8 Wins und einen einzigen Lose. Es macht auch wirklich Spaß. Ich kann es echt nur mal empfehlen. Falls ihr mal auf meinen Link klicken wollt. Auf jeden Fall. Den wir direkt schön in der Kanalbeschreibung beigepostet haben. Falls ihr mal draufklicken wollt und euch einen Account erstellen wollt und ihn bis Level 10 spielen wollt, wäre ich sehr, sehr glücklich drüber. Ja, besser der Vasalle als der. Das war jetzt wie gedicht, besser der Vasalle als der Franzose. Gleich setzt er sich in die Enge und fängt an, sich zu ritzen. Er heilt mich, Vasalle, mein Liebling. Oh, jetzt heil ich mich instant hoch. Oh, wie geil ist das denn bitte? Jetzt hast du ihn aber auch mitgeheilt. Ja, shit happens. Sieht man ja dran, ne? Im Krieg passieren halt Unfälle. So. Oh, du darfst dich nicht von deiner Axt treffen lassen. Die ist fies. Ach, ist mir egal. Ja, er stirbt, er stirbt.